ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute geht's jetzt mal wieder los im Haus. Und zwar fangen wir jetzt an, das Wohnzimmer zu renovieren. Ich habe das euch ja schon vorangekündigt und jetzt wird's leider die traurige Wahrheit, ja. Wir haben hier einen neuen Schrank uns gekauft und im Zuge dessen wird hier natürlich auch eine Renovierung stattfinden. Man muss ab und zu halt mal wieder neu streichen, beziehungsweise wir wollen ein bisschen umgestalten. Da kommt eine Tapete hin und ja, einfach ein bisschen alles umbauen. Ich habe jetzt den Schrank schon mal abgebaut, den hat meine Tochter gekriegt, die ist ausgezogen und da hat sich das super angeboten. Deswegen sieht es jetzt schon ein bisschen chaotisch aus. Ich habe aber einen kurzen Film gemacht, wie es vorher aussieht. Den blende ich euch jetzt mal geschwind ein. So, jetzt nochmal einen kleinen Blick ins Wohnzimmer. Leider habe ich, oder meine Frau und ich, haben schon die Accessoires in den Schränken rausgemacht. Aber ich filme es jetzt trotzdem nochmal, dass man einfach mal sieht, wie es vorher war und wie es dann wird. Also so hat es jetzt dann ja für mindestens mal ein Jahr ausgesehen. Und ja, das bauen wir jetzt ab. Und das bekommt meine Tochter in ihre neue Wohnung rein. So, ich mache mal einen Schwenk rüber. Einfach mal zu sehen, wie es bei uns so im Wohnzimmer aussieht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es vorher ausgesehen hat. Und ja, jetzt lege ich dann aber auch schon los. Ich möchte da unten in Unterputz Kabelkanal bauen, damit eben die ganzen Kabel vom Fernseher in der Wand drin sind und nicht mehr so wie vorher mit dem Kanal. Und ja, wie gesagt, dann wird die Wand frisch tapeziert und unten mache ich neue Steckdosen rein. Das ist jetzt mal die erste Tätigkeit, die ich jetzt mal durchführe. So, ich habe jetzt das ganze Equipment, den ganzen Elektronikgerüst mal abgebaut. Jetzt hängt nur noch der Fernseher dran. Hier seht ihr noch den Kanal, wo die ganzen Rohre, die ganzen Kabel drin waren. Und den Bereich, den will ich jetzt nachher unter Putz legen. Ich mache jetzt mal eins, ich zeichne mir den Fernseher mal an, weil ich muss auch noch hinterm Fernseher noch Steckdosen anbringen, weil das ist Kabel hier, das ist zu kurz, das kriege ich dann nicht unten eingesteckt. Und hier diese indirekte Beleuchtung genauso. Deswegen mache ich hinterm Fernseher noch Steckdosen, dass es einfach auch weg ist, dass man das nicht sieht. Und dazu mache ich jetzt eins, jetzt zeichne ich mir einfach mal ganz grob den Fernseher an. Weil die Wandhalterung, die werde ich auch lassen. Das ist so ziemlich in der Mitte vom Raum. Und ja, das passt soweit. So, und jetzt schaue ich mal am besten, wo ich hier meine Dosen oder meine Steckdosen setze. Okay, die mache ich hier ran. Hallo? Das heißt, hier in dem Bereich setze ich meine Steckdosen. Wichtig ist immer vorher mal alles anzeichnen. Und mein Unterputzkabelkanal, den mache ich auch, na gut, da kann ich ein bisschen weiter rein, den mache ich jetzt hier, obwohl da unten, ich mache die Steckdosen da unten rein, das ist besser, da unten habe ich mehr Luft, da kann ich, da unten mache ich meine Steckdosen. Und meinen Kanal, den mache ich hier in dem Bereich. So. Das heißt, hier fahre ich mit dem Kabel runter, da oben zwei Steckdosen, dass man sie nicht sieht. Da kann ich schon den Fernseher jetzt abhängen. Ist schon mal sehr gut. Ich habe mir damals diese Wandhalterung selber gebaut, weil mir das zu teuer und nicht genau das war, was ich eigentlich wollte oder nicht gefunden habe.
Da habe ich mir dann mit Profilen was selber gebaut. Das ist ein richtiger Segen, wenn die da Wegen gut runtergehen oder in dem Fall die Raufasern. So, das sieht gut aus. Jetzt haben wir das mal bündig da drin. Und jetzt mache ich ein bisschen schmäler im Schlitz, wo dann nachher die Kabel laufen. So, jetzt habe ich schon mal den Kanal hier, wie gesagt, so soll das nachher drauf. Da oben schneide ich noch aus, dass man rein kann und unten, dass man raus kann. Und hier läuft ein Kabel, das ist das Stromkabel von der Steckdose hier drinnen zu der Zuleitung da drüben. Das greife ich nachher ab, weil da kommen ja hier Steckdosen ran und auf der Seite möchte ich ja noch einen Schalter anbauen. Und da mache ich da einen Schlitz ein bisschen und setze dann hier meine anderen Dosen. Und da oben setze ich jetzt zwei Dosen rein für den Fernseher nachher. Da mache ich die jetzt gleich mal. We'll be right back.
Fertig, Gott sei Dank. So, ich hoffe, dass jetzt die größte Sauerei vorbei ist. Jetzt muss ich die Schlitze alle noch staubfrei machen und dann fange ich an, die Dosen einzugipsen und die Kabel reinzulegen. Erstmal. Ich nehme da immer gern so Maschinenputz, weil der zieht nicht so schnell. Man hat ein bisschen mehr Zeit, ihn zu verarbeiten. So, ganz wichtig, wässern. Ich gebe zu, das Innenverspachteln war jetzt nicht gerade professionell, aber mir ist da nichts anderes eingefallen und ich denke, das sieht ganz gut aus.
So, für heute bin ich fertig, fix und fertig. Ich habe jetzt, nachdem ich das hier zugegipst habe, habe ich jetzt noch die Tapeten runtergemacht. Oder meine Frau hat jetzt schon das meiste eigentlich gemacht. Ich habe jetzt noch das Feintuning gemacht. Ja, das ist jetzt soweit auch fertig. Jetzt kann ich morgen anfangen mit dem Feinspachtel, die ganze Wände sauber verspachteln, auch das untere hier, dass es eine schöne, saubere, glatte Oberfläche gibt. Aber wie gesagt, für heute habe ich Feierabend. Also das muss man sehr gewissenhaft machen, weil jeder noch so kleine Hubbel, den sieht man dann bei einer glatten Tapete. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe auch mal einen anderen Raum tapeziert und da habe ich wirklich gedacht, ich habe alles. Nach dem Tapezieren habe ich 3, 4 Unebenheiten gesehen und das sieht man dann sein Leben lang bzw. jahrelang. So, jetzt geht's los. Die ganzen Vorarbeiten habe ich mal durch. Jetzt kann ich anfangen, die Wände zu verspachteln. Ja, wichtig ist dazu, einen relativ sauberen Eimer zu haben. Hat den Grund, wenn da alte Gipsreste drin sind und man macht dann den Feinspachtel, dann vermischt sich das und dann kriegt man wieder, ich sag mal, Bollen, ja, an die Wand. Deswegen immer einen einigermaßen sauberen Eimer. Dann, ich tue immer zuerst ein bisschen Wasser rein. Das kann schon ein bisschen viel sein. Und dann gebe ich den Füllspachtel, heißt es jetzt in dem Fall. Ich hoffe, mit dem kriege ich es gut hin. Den rühre ich mir jetzt relativ dünn an. So soll der ungefähr aussehen. Ja, der auf die Fliese. So, und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem unteren Bereich hier. So, und dann beginnen wir mal unser Glück. Das gibt es nicht in der Sauerei, aber. Thank you.
So, ich baue jetzt hier mal die Lampe ab, weil da muss natürlich auch eine neue ran. Wenn man schon renoviert, dann richtig. Und dann zeige ich euch mal, wie man solche Löcher zumacht. Ich habe das schon mal im Video gezeigt, aber ja, man kann es vielleicht nicht oft genug zeigen. Weil die Decke, die wird einfach nur gestrichen. Da machen wir nichts. Ganz wichtig ist auch immer, dass wenn man hier eine Lampe abklemmt, dass man dann irgendeine Isolierung drauf macht, also in dem Fall hier solche Vakuumklemmen, ja. Gerade da, wo die Phase ist, dass wenn aus Versehen jemand das Licht einschaltet, beziehungsweise ich habe die Sicherung rausgemacht, bevor ich das abgeklemmt habe, und wenn man dann, wenn da dann Saft drauf wäre, wäre natürlich schlecht. Deswegen immer eine Isolierung drauf machen. So, die Lampe ist schon mal weg. Und dann können wir weitermachen. So, jetzt hat es hier Verspachtelte angezogen und jetzt fahre ich mal mit einem feinen Schleifpapier einfach mal drüber und schau mal, ob es dann noch danach irgendwelche Unebenheiten oder raue Stellen hat. So, die Wände sind jetzt soweit gerichtet, also wir haben die gespachtelt, geschliffen, auf der Seite sind sie fertig soweit. Das nächste, was ich jetzt mache, ich mache mal oben die Ecken, streiche ich vor, dass da mal ein bisschen Farbe reinschlemmt in die Ecke, und dann streichen wir die ganze Decke und dann lassen wir alles trocknen und nächste Woche tapezieren wir dann bei der ganzen Geschichte. Ich mache mal kurz einen Schwenk, dass ihr mal seht, wie es jetzt gerade aussieht. Da muss der Gips noch trocknen.
auf die Kiste. Ja. So, jetzt haben wir auch wieder den Rentner aktiviert. Mein Vater streicht mir jetzt die Decke. Ich habe außenrum schon vorgestrichen. Natürlich fachmännisch, ganz klar. Was gibt es zum Streichen zu sagen? Man braucht eine super Rolle, so wie meine. Knapp 3 Euro im Baumarkt. Und eine gute Farbe, wobei die ist gar nicht so schlecht. Und normal streicht man immer vom Licht weg. Also gerade andersrum, wie es jetzt der Malermeister macht, aber hier wäre es wohl egal, hat er gemeint. Hier kann man auch so oder so rumstreichen. Immer erst fertig gucken. Okay, fertig gucken. Also guckt einfach mal zu. Ich kann so lange meine Steckdose mal anklemmen. Da kenne ich mich besser aus. Zu dem Elektrischen, was ich jetzt hier mache, will ich jetzt gar nicht so viel erklären. Guckt mal einfach mal ein bisschen zu. Das Problem ist immer, dass ich, bin ich so ein bisschen zweigeteilt da mit dem Do-it-yourself. Also beim Elektrischen, ja, wie soll ich sagen, da kann doch einiges passieren, wenn man nicht weiß, was man tut. Und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel erklären bzw. euch auch das sehr motivieren, da was selber zu machen, wenn ihr euch gar nicht auskennt. Weil, wenn man mal guckt, sehr viele Wohnungsbrände gehen aufs Konto von irgendwelchen elektrischen Kurzschlüssen oder irgend sowas. Und ja, da muss man dann schon gut aufpassen, dass man gar nichts falsch macht. Und deswegen, ja, erkläre ich da jetzt auch gar nicht so arg viel. Sondern macht es halt einfach mal und lasst die Kamera laufen.
So, zum Abschluss für heute war meine Frau noch shoppen und hat eine neue Lampe gekauft und die mache ich jetzt noch geschwind hoch. Den Bügel, den habe ich schon hochgeschraubt, da habe ich Gott sei Dank die alten Löcher verwenden können. Und ja, jetzt schließe ich die noch kurz an. Jetzt muss ich aber erst die hier verlängern, die sind ja ein bisschen kurz. So, die Lampe ist auch oben. Jetzt noch festschrauben, aufräumen und dann Feierabend für heute. So, für heute ist jetzt mal wieder Feierabend. Tag 2 ist jetzt auch vorbei. Wir haben jetzt dann schon mal alles grob geputzt. Jetzt wird nochmal was rausgewischt und dann können wir zumindest mal wieder einen Fernsehabend machen im Wohnzimmer. Ich habe den Fernseher mal aufgehängt, um das zu sehen. Also ihr seht schon, hier, das ist super gut, es sieht auch klasse aus. Man sieht jetzt da von dem Kabel gar nichts mehr. Wenn da nachher so ein Sideboard steht, dann ist es perfekt an der Wand. Ich mache jetzt mal noch einen Schwenk kurz durchs Zimmer und zeige euch das jetzt noch mal kurz von nahem, wie das da aufgeteilt ist. Auch hier mit dem Schalter, das ist prima, der ist so angeordnet, dass man da mit dem Fußscreen den ein- und ausschalten kann hier. Der ist beleuchtet, also ja. Ich denke, das ist eine gelungene Sache. Ich zeige es euch jetzt noch kurz von nahem. So, jetzt machen wir noch einen kurzen Schwenk durchs Zimmer. Also hier, wie gesagt, die Wand muss jetzt natürlich noch tapeziert werden. Auch die Wand noch. Die Lampe ist schon oben. Und ja, diese zwei Wände sind auch gespachtelt. Also da kann es jetzt dann auch losgehen mit der Tapete und mit der Farbe dementsprechend. So, jetzt schauen wir uns das mal von nahem an. Also wie gesagt, hier sieht man schön, wie die Kabel dann in der Wand verschwinden. Die Steckdosen, die sind geschaltet. Jetzt schauen wir uns das mal von unten an noch. Da sieht man noch was. So ein bisschen sieht man es, also da kommen sie dann wieder aus der Wand raus und verschwinden hinterm Fernseher in ihren entsprechenden Buchsen. So, das war es jetzt auch wieder Tag 2. Jetzt kommt noch ein Bauabschnitt, das ist noch das Tapezieren. Das werden wir irgendwann nächste Woche machen und dann ist das Wohnzimmer auch renoviert. Also dann habe ich Gott sei Dank diese Baustelle auch durch, ja. Ich würde mich freuen für einen Daumen hoch, wenn euch der erste Teil hier gefallen hat. Und ja, schaut doch mal auf den Kanal vorbei und vielleicht auch den zweiten, wenn es dann ans Tapezieren geht.